Und mir persönlich, ich schaffe die Mittel. Wer lernen möchte, möchte lernen. Aber leider will ich auch zwei Sätze dazu sagen, und das höre ich immer wieder von anderen Brüdern, das gelangt zu mir, dass viele Brüder sehr, sehr diskussionsfreudig sind. MashaAllah, tabarak al-Rahman. Und ich sage, und das kennt ihr von mir, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage, ein Muslim muss Allah Azza wa Jal fürchten. Und er darf nicht über Allah reden, wenn er kein Wissen hat. Wo ist der Beweis, Abu'l-Bara, was du uns sagst? Die Beweise, sie sind zahlreich im Koran und in der Sunna vorhanden. Allah Azza wa Jal sagt, und das ist eine der gefährlichsten Ayat, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wer ist ungerechter als jemand, der über Allah Azza wa Jal lügt? Willst du zu den Lügnern gehören? Sagt man, ich hatte nicht vor zu lügen. Wenn du über Allah etwas sagst ohne Wissen, tut mir leid, du hast bereits gelogen. Und so gehörst du zu dieser Eier. Und leider kamen die verschiedenen Seiten zu mir und sie haben mir gesagt, dass viele Brüder immer diskussionsfreudig sind, mashallah. Und es sind nicht mal kleine Themen, über die sie reden, sondern gigantische Themen, wegen denen die Gelehrten sich zusammensitzen mit mehreren anderen Gelehrten, um zu beraten, was sie überhaupt in dieser Angelegenheit tun. Dann kommt einer einfach mal daher, Wallahi al-Azim, und man weiß über ihn, er hat null Wissen. Und das ist eine Kritik von mir. Und jeder soll sie auffassen, wie er will. Und jeder kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht ein Typ, der den Leuten Honig um das Maul schmiert, weil es geht hier zum Schluss um deine und meine Abrechnung am Tage der Auferstehung. Ja, und das stimmt. Es gibt Brüder und es gibt Schwestern, die diskutieren Themen. Und diese Themen sind nichts für sie. Und die sollen Allah Azza wa Jal fürchten, denn sie sollen wissen, sie werden vor Allah stehen. Was wirst du tun an einem Tag, wo Allah Azza wa Jal so zornig ist an diesem Tag, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie danach sein wird? Was wirst du ihn an so einem Tag antworten, wenn er dir sagt, oh mein Diener, hast du mich nicht respektiert, dass du einfach über mich etwas gesagt hast, was nicht stimmt? Was willst du sagen an diesem Tag? Ja, Allah, ich hatte mal einfach Lust zum Diskutieren. Ja, Achi, von mir aus rede über ein Nudelgericht. Oder rede von mir aus über einen Fußballer. Oder rede von mir aus über ein Gebäude. Oder über einen Baum. Aber rede nicht über Allah, wenn du kein Wissen hast. Und da kommen Leute und reden und diskutieren über Themen. Das sind Themen der Umma, der muslimischen Gelehrten. Sie alleine, die das Wissen besitzen, sie haben das Recht, darüber zu reden. Was passiert, wenn jeder über eine Angelegenheit redet? Wer sagt mir das? Was passiert, wenn jeder seinen Senf dazu gibt? Na, es werden sich viele Meinungen bilden. Richtige Meinung, Antwort. Aber die Leute nehmen sie als Meinung. Subhanallah al-Azim. Und deswegen sagten damals die Großgelehrten, wie Imam al-Ghazali, rahimullah ta'ala, und später hat das auch Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, übernommen, diese Aussage. Sie sagten, wenn die Unwissenden geschwiegen hätten, dann würde es nicht so viele Meinungsverschiedenheiten in der Umma geben. Macht dir das keine Angst? Du redest einfach mal so über Khuruj ala al-Hakim, gegen einen Herrscher zu rebellieren. Du redest einfach mal so, ob jemand ein Kafir ist oder ein Muslim ist. Hast du keine anderen Themen? Wird Allah dich danach fragen, ob du diese Probleme gelöst hast? Ob das Themen für dich sind? Wallahi, nein. Und wenn du sagst ja, dann bist du der größte Lügner. Bring den Beweis. Bring den Beweis, dass Allah Azza wa Jal dich fragen wird, ob du den oder den vom Islam ausgeschlossen hast. Oder ob du über den und den ein Urteil erstreckt hast. Allah Azza wa Jal wird dich nicht danach fragen, weil Allah kennt deine Position. Du bist kein Richter und du bist kein Gelehrter. Die Gelehrten werden danach gefragt, aber du nicht. Und daher beschäftige dich mit den Dingen, wonach du gefragt wirst. Und lass von den Dingen ab, wonach du nicht gefragt wirst. Das ist nicht meine Aussage. Und zu der Gerechtigkeit von einem Talab al-Ilm, von einem, der nach Wissen strebt, gehört es, dass er die Aussage nicht auf sich bezieht, sondern dass er sie zum Ursprung zurückbringt. Und diese Aussage ist von Ibn al-Qayyim, rahimullah ta'ala, Sheikh al-Islam, der Schüler von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhima. Sie haben Dinge gesagt, die für uns nützlich sind. Aber wenn wir sie nicht verstehen, schaut mal, wie wir sind.
wir diskutieren einfach mal. Zwei Leute, der hat keine Ahnung und der hat keine Ahnung. Oh Wallahi, man könnte ihnen zwei, drei leichte Fragen stellen, um sie vor allen bloßzustellen. Dann wüsste man sofort, ob diese Leute Wissen hätten oder nicht. Sag, ja oder nein? Ja, aber komischerweise, wenn die hier im Unterricht sitzen, dann tun sie so, als wären sie liebe, liebe Vögel. Kaum sind sie zwei Schritte draußen. Manche sogar, die halten es nicht aus bis nach draußen, an der Tür. Allahu Akbar, auf einmal haben sie frischen Wind in ihren Köpfen bekommen und wissen, von wo sie gar nicht wissen, wo es herkommt. Es kam einfach mit irgendeinem Windzug. Was gibt dir dann das Recht, darüber zu reden? Mir ist danach. Dir ist nach dem Höllenfeuer? Ist dir nach dem Höllenfeuer? Ja oder nein? Sagt man nein, dann lass das. Und lass das Gerede und rede nur über Dinge, die du gelernt hast. Was hat man für ein Gefühl, wenn man über Allah etwas sagt, wo man sich nicht sicher ist, ob das stimmt oder nicht? Was für ein Gefühl ist das? Mohammed. Nicht gut? Nicht gut ist gut, nein. Was ist das für ein Gefühl? Bei einem Mu'min, was ist das? Ja, Achi, dein Herz zerreißt. Dein Herz zerreißt, wenn du ein Gläubiger bist und wenn du Allah Azza wa Jal fürchtest. Aber wenn du das nicht tust, dann redest du über alles. Wie heute Leute das tun in dieser Zeit, tut mir leid, ich bin immer noch in der Kritik, aber das ist mein Wesen und ich kann nicht immer den Leuten sagen, ihr seid die besten Gläubigen und so weiter und so fort. Ich habe die Aufgabe, wie auch ihr die Aufgabe habt, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir vor Allah Azza wa Jal stehen werden. Und diese Diskussionen unter den Geschwistern, Klammer auf, unwissenden Geschwistern, haben dazu geführt, dass die Geschwisterlichkeit besser geworden ist oder schlechter? Schlechter. Wer sagt, es ist besser geworden, der soll sich melden. Wallahi al-Azim, es ist schlechter geworden. Und wir sehen das. Und ich bin sehr traurig, um ehrlich zu sein, dass wir so einen Zustand... Ich meine, viele Leute, die sitzen seit Jahren bei uns im Unterricht. Haben Sie nicht einmal mitbekommen von den 1000 Malen, wo ich gesagt habe, man darf nicht ohne Wissen über Allah sprechen? Ja, wenn ihr nur diesen Satz mitbekommen hättet, wäre ich froh. Aber ich höre immer was anderes. Subhanallah al-Azim. Einer redet über Takfir, der andere redet über Herrscher, einer redet über große Themen. Ja, wenn ich dich frage, okay, du willst Tayammum machen. Eine Frage, wenn du Tayammum machst, mit der Absicht für das Gebet, darfst du auch mit diesem Tayammum Koran lesen? Darfst du auch mit diesem Tayammum andere Ibadat machen? Also, woher soll ich das wissen? Richtig. Wenn du über Tayammum nicht Bescheid weißt, dann weißt du über Kafir oder Nicht-Kafir Bescheid? Sagst du, ich muss einen Gelehrten fragen. Und wenn es um Kufr oder Nicht-Kufr geht, dann musst du keinen Gelehrten fragen. Da fragst du dich selber und redest mit dir selber. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollten alle Allah Azza wa Jal fürchten, vor dem wir stehen werden am Tage der Auferstehung. Und der Beste von uns ist derjenige, der schweigt, wenn er kein Wissen hat. Aber wenn er nicht schweigt, so soll er wissen, er hat die Tür zur Hölle aufgemacht und hört, Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. Eigentlich sollte unser Herz herausspringen bei so einer Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, Allah hat die Abscheulichkeiten allesamt verboten, seien sie innerlich oder seien sie äußerlich. Und er hat das Unrecht gegenüber sich selbst verboten, dass du keine Sünden machen darfst. Und Allah hat das Unrecht gegenüber anderen Personen verboten, noch schlimmer. Dass du Sünden zu deinen eigenen Lasten machst, ist schlimm. Aber dass du anderen Leuten Unrecht antust, ganz gleich wer sie sind, ob sie Muslime oder Nicht-Muslime sind, ist noch schlimmer. Und dass ihr neben Allah andere Götter zur Seite stellt, ist noch schlimmer. Und jetzt kommt die Spitze des Gipfels und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Hast du keine Angst? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala und andere Gelehrte sagen, das Reden ohne Wissen ist schlimmer als der Schirk. Sagt man, Schirk ist die größte Sünde? Sah. Aber was ist die Ursache für Schirk? Hä? Die?
Unwissenheit. Warum bringen dich andere Leute dazu, Tote anzubeten? Ihre Unwissenheit. Warum bringen dich andere Leute dazu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vermittler zwischen dir und Allah zu nehmen? Unwissenheit. Diese Unwissenheit ist das Übel von allem, liebe Geschwister. Hast du das endlich kapiert? Und ich habe verschiedene Unterrichte darüber gemacht. Möge Allah azza wa jal uns allen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gottesfurcht in unsere Herzen geben, dass wir nicht etwas sagen, was wir nicht wissen, liebe Geschwister. Und denke nicht, weil du eine Aussage von einem Gelehrten gehört hast, dass du jetzt das gesamte Wissen in dir trägst. Ja? Weil manche Leute kennen eine einzige Aussage von den Gelehrten und die denken, das war dann okay. Deswegen, ich habe vor einiger Zeit, ich habe mit ein paar Brüdern, die wirklich ernsthaft lernen wollten, wir haben verschiedene Bücher durchgenommen, das war außerhalb der normalen Unterrichte, und da haben sie kennengelernt, wie viele Ansichten es überhaupt vom Gelehrten gibt, was die Madhahib dazu sagen und dies und das. Die Köpfe haben ganz schön geraucht, sag. Die Köpfe rauchen, weil das Wissen ist gigantisch und großartig. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir nach Wissen streben wollen, Allah lädt uns ein dazu. Aber wenn wir etwas sagen wollen, was wir nicht berechtigt sind zu sagen, Allah lädt uns dazu nicht ein. Möge Allah uns seine Einladung im Guten annehmen. Tayyib, verzeiht mir lieber, liebe Geschwister, und ich liebe euch alle für Allah, Azza wa Jal. Und ihr wisst das auch, dass ich euch für Allah, Azza wa Jal liebe. Und weil ich euch für Allah, Azza wa Jal liebe, habe ich diese Worte gesagt. Verzeiht mir bitte und möge Allah, Azza wa Jal.